Und jetzt noch ein Blick in die Türkei. Viele von Ihnen werden die Bilder gesehen haben aus dem Westen der Türkei. Dort hat es ein sehr tragisches Grubenunglück gegeben. Mehr als 200 Menschen sind dort inzwischen gestorben und viele hunderte Bergleute sind noch unter Tage eingeschlossen. Die Bundeskanzlerin hat heute dem türkischen Premierminister ein Kondolenztelegramm geschrieben und ihm ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen und auch deutlich gemacht, dass die Bundesregierung auch bereit ist, in diesen schweren Stunden Hilfe zu leisten. Und Frau Witz, die Nachfrage, nachdem Sie Solidarität bekundet haben, hat das irgendwelche konkreten Folgen? Also bietet die Bundesregierung bestimmte Hilfen an, humanitärer Art oder auch bei der Hilfe der Bergung oder Rettung der Bergleute? Also für den Moment kann ich Ihnen nur sagen, dass die Bundeskanzlerin ihre Anteilnahme ausgedrückt hat und eben auch die Bereitschaft der deutschen Bundesregierung, Hilfe vor Ort zu leisten. Inwieweit das konkret geschehen kann, kann ich derzeit noch nicht absehen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen im Auswärtigen Amt dann noch schon nähere Erkenntnisse haben, wie man konkret dort Hilfe leisten kann. Aber ich denke, im Moment ist die Situation vor Ort einfach noch so, dass man gucken muss, wie man konkret helfen kann. Also von meiner Seite kann ich sagen, konkrete Maßnahmen sind noch nicht geplant. Dem kann ich nichts hinzufügen. Wir prüfen das, wie Frau Würz gesagt hat, und würden, sobald es da neue Erkenntnisse gibt, auf Sie zukommen. Aber zu meiner Linken gibt es, zu Ihrer Rechten gibt es möglicherweise Hilfe? Auch nur, um das Bild abzurunden, für den Bereich Katastrophenschutz kann ich fürs BMI sagen, uns hat noch keine entsprechende Anfrage aus der Türkei erreicht. Und das ist sozusagen die zwingende Voraussetzung für ein Tätigwerden. Mit Stand heute ist so eine Anfrage aber nicht da.